Wissen Sie, ich knack jedes Schloss. Keins ist vor mir sicher. Mit dem Schlossknacken habe ich damals angefangen, da war ich 3,5. Wir begleiten heute Siegfried Schubert. Er ist der berüchtigste Schlossknacker der Welt. Das Auto habe ich gerade aufgebrochen. Die Tasche nehme ich jetzt mit. Herr Schubert knackt jedes Schloss. Der Dieb für alle Fälle. Vielen Dank, ich glaube, es ist die PlayStation. Wirklich jedes Schloss. Viele Menschen fragen sich, wieso ein Schlossknacker privat lebt. Wir durften Siegfried zu Hause besuchen. Ich wohne hier seit 10 Jahren sehr glücklich mit meiner Frau zusammen. Wir haben uns ein gutes Leben aufgebaut. Ja, aber warum tragen Sie denn jetzt eine Maske? Ja wie, warum liegt hier Stroh rum? Natürlich, damit mich keiner erkennt, wenn ich ein Schloss aufbreche. Sonst wandere ich ja direkt in den Knast. Wir durften als erstes Kamerateam der Welt hinter die Kulissen blicken. Läuft die Kamera schon? Wer ist Siegfried Schubert? Was ist sein Geheimnis? Und was macht ihn so gefährlich? Filmst du mich? Wenn ich ehrlich bin, also ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Wir gehen hier jetzt rein. Fertig. Herr Schubert ist sozusagen der nette Dieb aus der Nachbarschaft. Wenn jemand etwas gefunden hat, was aufgebrochen werden soll, kann man Herrn Schubert anrufen und er kümmert sich darum. Natürlich zu einem fairen Aufpreis. Heute hat die Stadtverwaltung Schweinfurt angerufen. Also diesen Tresor, den habe ich gefunden vorhin. Da ist bestimmt Geld drin. Also stell mir so vor, Sie machen Hauruck auf hier. Und dann holen Sie das Geld raus. Also umsonst mache ich das nicht. Das kostet schon was, ne? Oh, mein Fehler. Tut mir leid. Also die Tasche hier, die habe ich ja vorhin erst geklaut. Aber ich muss sagen, top. Top Qualität. Da passt mein ganzes Werkzeug rein. Da machst du nix. Die Mission ist erfüllt, der Tresor ist geöffnet. Aber der Inhalt ist leider enttäuschend. Kein Geld. Da habe ich mich wohl verschätzt. Schade. Also, mein Geld bekomme ich aber trotzdem. 5000 Euro. Ob die hohen Preise gerechtfertigt sind, das ist jedem selbst überlassen. Aber Herr Schubert besteht auf seine Bezahlung. Wissen Sie, also ich habe hier jetzt schon hart gearbeitet, hart geschuftet. Ich habe ja meine Arbeit getan und da habe ich mir jetzt schon Geld verdient. Also egal, was da jetzt drin war. Meine Dienstleistung habe ich ja erbracht. Da lasse ich auch gar nicht mit mir diskutieren. Will ich gar nicht hören sowas. Ich krieg mein Geld. Wo Sie jetzt die 5000 Euro herkriegen, das ist mir egal. Ich krieg mein Geld. Bar auf die Hand. Nix mit Kartenzahlung oder so. Nur Cash. Und wenn nicht, dann gibt es hier ganz andere Methoden, das zu regeln. Der neue Tag bricht an. Die Dreharbeiten gestern mussten wir leider unterbrechen, da es zu einem Zwischenfall kam. Die Kundin wollte nicht bezahlen und deshalb hat es Herr Schubert auf seine Weise geregelt. Heute gab es bereits einen neuen Anruf und einen neuen Auftrag für Herrn Schubert. Ah, da ist ja das Kamerateam wieder. Guten Morgen. Ich habe schon wieder einen neuen Auftrag bekommen, von der Dame hier. Das ist wahrscheinlich der größte Auftrag, den Herrn Schubert je hatte. Also was die Dame mir gerade erzählt hat. Das hört sich echt riesig an. Da muss ich mein ganzes Team zusammentrommeln. Das schaffe ich nicht allein. Sag ich so, wie es ist? Das ist ein ganz großes Ding, sag ich Ihnen. Ein ganz großes. Es geht um einen Keller in Norwegen. Dort soll so viel wertvolles Zeug drin rumliegen. Und Legenden besagen, sogar ein geheimes Portal, das irgendwo anders hinführt. Wenn Herr Schubert das schafft, das wäre unfassbar. Wir wären dann reich, berühmt, alles Mögliche. Sowas habe ich echt noch nie gehört. Da musste ich mich erstmal hinsetzen. Ein bewachter Keller in Norwegen mit so einem Tor davor. So ein Tor. Und das Schloss soll ich aufbrechen. Und das ist bewacht auch noch. Das kann ich nicht allein. Da brauche ich mein Team für. Ich wünsche Herrn Schubert wirklich ganz viel Glück bei der Reise. Und wenn er zurückkommt, dann... dann sind wir reich. Und er auch. Oh ja, reich. So. Dann rufe ich mal meine Leute an. Und dann, wenn ich mein Team zusammengetrommelt habe, dann geht's nach Norwegen. Und ich bin echt gespannt, was in diesem Keller auf uns warten wird.
Das sind die Schlüssel für den Keller. What's up? Die Route nach Norwegen.